Das gebührt übrigens auch den Veranstaltern des Grand Prix Caracciola. Bei der Alpenrallye gingen 80 Teilnehmer mit ihren Oldtimern an den Start und für jeden Strafpunkt zahlten sie ein in die Spendenkasse der José Carreras Stiftung. Ganz genau wurde notiert und bei den Spenden ordentlich aufgerundet. Insgesamt also eine prima Idee. Aus dem Hofbräuhaus mit Schokolade, habe ich gehört. Bitte grüßen Sie Ihr gesamtes Team. Es war ein toller Tag. Herzlichen Dank. Fantastisch, das hört man gerne. Super. Das super. Super.
Hauptsponsor BAM Chronographs. I never told I love you. Rudolf Caracciola war einer der erfolgreichsten deutschen Rennfahrer 1900. Edles Blech, Jahrgang 1925 bis 1973. Kassel, Obere Königstraße, hier fahren mehrere Millionen Euro Versicherungswert. Mittendrin Fahrer Christoph Drost im 33er Riley. Einige kosten richtig, richtig viel Geld. Ich hoffe, wir kommen heute trocken durch und werden den Weg finden, damit wir auch das Ziel erreichen und was zu essen kriegen. Wir müssen mittlerweile wieder miteinander sprechen. Ah, okay. Super. Gut, okay. Ich wünsche euch viel Spaß. Bitte, bitte. Danke. Ohne uns Strafpunkte einzuhandeln. Ja, eine schöne Sache, schöner Einsatz.